Hallo, hier sind Sie goldrichtig, wenn Sie Gold anonym gegen Bargeld kaufen und dabei alles richtig machen wollen. In den nächsten Minuten erkläre ich Ihnen, inwieweit man Edelmetalle wie Gold und Silber, aber auch Platin und Palladium anonym gegen Bargeld kaufen darf, welche gesetzlichen Bestimmungen dabei einzuhalten sind, welche Vor- aber auch Nachteile der anonyme Goldkauf mit sich bringt, aber vor allem, worauf Sie achten sollten, um perfekt vorbereitet zu sein. Auch wenn Sie bereits Tafelgeschäfte abgewickelt haben oder ein alter Hase sind, bin ich mir sicher, dass Sie noch etwas lernen können. Fangen wir mit einer banalen Frage an. Darf man Gold und Silber anonym kaufen? Die Frage kann ich kurz und knapp mit einem Ja, aber beantworten. Bis zu einem Betrag von 9.999 Euro räumt der Gesetzgeber die Möglichkeit ein, dass Sie Edelmetalle wie Gold bar kaufen können. Und wir als Edelmetallhändler Sie nicht identifizieren müssen, wenn Sie die nachfolgenden Voraussetzungen einhalten bzw. diese erfüllt sind. Eine wichtige Einschränkung ist, dass dieser Betrag von 9.999 Euro pro Geschäftsvorfall gilt und mehrere zeitlich kurz aufeinanderfolgende Käufe als ein Geschäftsvorfall zu werten ist. Das bedeutet, wenn Sie, sagen wir mal, heute für 6.000 Euro bei mir Gold kaufen, und morgen, nächste Woche oder nächsten Monat wiederkommen und für weitere 6.000 Euro Gold kaufen möchten, überschreiten Sie die magische Grenze von 10.000 Euro, was zur Folge hat, dass Sie mir Ihren Ausweis oder Reisepass vorlegen müssen und ich diese und weitere Daten in einem GWG-Formular erfassen muss. Ganz wichtig dabei zu erwähnen ist, dass dies nicht bedeutet, dass wir eine Meldung wegen des Verdachts auf Geldwäsche machen, sondern lediglich, dass wir die gesammelten Daten für die Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist von 5 Jahren aufbewahren. Nur wenn gegen Sie wegen des Verdachts der Geldwäsche ermittelt wird und wir aufgefordert werden, Informationen vorzulegen oder wir den Verdacht haben, dass Sie Geldwäsche betreiben, erfolgt eine Meldung. Eine vom Gesetzgeber faire Regelung, wie wir finden. Ärgerlich ist, dass vom Gesetzgeber nicht genau definiert ist, wie viel Zeit zwischen den einzelnen Geschäftsvorfällen liegen muss, dass diese nicht mehr als zusammenhängend zu bewerten sind. Das schafft Unsicherheit, die ich Ihnen und uns leider nicht nehmen kann. Es empfiehlt sich, dass Sie mehrere Monate zwischen den einzelnen Barverkäufen vergehen lassen. Ebenfalls haben Sie die Möglichkeit, mehrere Edelmetallhändler aufzusuchen, da wir Händler untereinander uns verständlicherweise nicht austauschen können. Das Gleiche gilt, wenn Sie heute zu mir und morgen zu meinen Mitarbeitern kommen und wir davon keine Kenntnis haben. Das sind eindeutige Schwächen seitens des Gesetzes und unser aller Interesse, Geldwäsche zu verhindern. Übrigens, ein häufiger Irrtum ist, dass man auch per Banküberweisung nur bis 9.999 Euro anonym kaufen kann. Sie können jeden x-beliebigen Betrag überweisen, ohne dass wir Sie legitimieren müssen, da dies bereits bei Eröffnung des Bankkontos seitens der Bank erfolgt ist. Überweisungen sind immer nachvollziehbar und daher nicht anonym. Nachdem wir geklärt haben, was erlaubt ist, kommen wir nun zu den No-Gos, an die wir uns strikt halten. Okay, die wenigsten von Ihnen werden von diesem Punkt betroffen sein. Aber wenn Sie Bundeskanzler oder vielleicht auch nur der Ortsvorsteher sind und damit einem erhöhten Risiko ausgesetzt sind, dass Ihre Meinung und vor allem Ihre Entscheidung durch Bestechung beeinflusst wird, unterliegen Ihre Bargeschäfte verständlicherweise auch einer strengeren Überwachung. Daher müssen wir Bargeschäfte mit politisch exponierten Personen protokollieren und gegebenenfalls auch melden. Haben Sie wieder Geld weiß zu waschen, weil Sie es mit der Rechnungsstellung nicht so genau nehmen oder mit illegalen wie Drogenhandeln oder finanzieren terroristische Organisationen, haben Sie bei uns überhaupt nichts verloren. Jeder Händler muss in solchen Verdachtsfällen eine Meldung machen und ich versichere Ihnen, wir werden dies auch tun, weil Sie damit das Freiheitsrecht jedes aufrichtigen, Dinge anonym bar zu bezahlen, in Misskredit und damit in Gefahr bringen. Da sind wir schon bei einem Vorurteil, dessen Beseitigung mir persönlich sehr am Herzen liegt. Gold bar kaufen, machen das nicht nur Kriminelle? Nein, dafür gibt es reichlich legitime Gründe. Würden Sie genauso vorurteilsbehaftet denken, wenn jemand ein gebrauchtes Auto, eine diamantbesetzte Goldkette oder diesen wunderschönen teuren Fernseher kauft und bar bezahlt? Vermutlich nicht. Ich stelle mich daher gegen die Kriminalisierung von Barbezahlung und dem Besitz von größeren Mengen an Bargeld. Es ist eines unserer Freiheitsrechte, dessen Fortbestand unter teils fadenscheinigen Argumenten bedroht wird. Auch ich zahle regelmäßig mit der EC oder Kreditkarte.
Es gibt auch Käufe, bei denen ich nicht im Voraus bezahlen möchte, um kein Ausfallrisiko einzugehen. Oder aber, weil ich das, was ich kaufen möchte, vorsehen möchte. Vielleicht sind Sie auch selten zu Hause, sodass ein online bestellter Goldbarren Ihnen schlecht zugestellt werden kann. Gerade wer Edelmetalle kauft, um diese zum Beispiel zu Hause zu verstecken, möchte möglichst wenig Mitwisser haben. Denn jeder Mitwisser erhöht das Risiko, dass die falschen Personen davon Kenntnis erlangen. Manchmal führen unsere Kunden auch getrennte Vermögensverhältnisse mit ihrem Ehepartner und wollen auch nicht, dass dieser davon Kenntnis erlangt. Deutlich häufiger soll der eigene Bankberater vom Goldkauf nichts wissen. Vielleicht, weil man seinen Empfehlungen nicht mehr so traut, nach den letzten Jahren teilweise verständlich. Weil er vom Goldkauf abgeraten hat oder weil er schlichtweg, weil er keine Ahnung vom Gold hat und man ihn einfach nicht auf die Füße treten möchte. Viele Banken bieten außerdem den anonymen Barkauf gar nicht mehr an. Da muss man dann alles über das Bankkonto abwickeln. Gold bietet sich aufgrund dessen Kompaktheit auch an, um es unauffällig an einen anderen Ort zu bringen. Viele unserer Kunden sind skeptisch, was die Wertbeständigkeit der regelmäßig in den Sparstrumpf gesteckten Euro angeht und setzen sich intensiv damit auseinander, wie ihre persönliche Krisenvorsorge aussehen könnte. Bar gekaufte Silberunzen oder kleine Goldstückelungen stehen hier hoch im Kurs. Andere Kunden wollen ihr Vermögen auch nicht für Spitzenzinsen von 0,01% auf dem Bankkonto liegen lassen und haben deshalb höhere Bargeldbestände zu Hause. Vielleicht wollen sie ihren Liebsten auch ein ganz besonders glänzendes und wertvolles Geschenk machen und wollen bis zur Übergabe dessen Anschaffung verheimlichen. Kurzum, solange sie sich an bestehende Gesetze halten, geht es keine Sau etwas an, was sie mit ihrem Vermögen machen und was sie aus welchem Grund auch immer kaufen. Jetzt werden wir aber konkret. Ich verrate Ihnen nun, wie Sie sich perfekt vorbereiten, um den anonymen Edelmetallkauf umzusetzen. Vielleicht sitzen Sie bereits in Kürze hier bei uns in Mainz, um eventuell erstmals Edelmetalle in bar zu kaufen. Natürlich beraten wir Sie gerne, welche Barren oder Münzen am besten zu Ihren Bedürfnissen geeignet sind. Wenn Sie sich vorbereiten wollen, finden Sie in unserem YouTube-Kanal Videos, in denen ich Ihnen auch ganz genau erkläre, worauf Sie beim Gold- oder Silberkauf achten sollten. Viele Kunden bevorzugen Münzen, da diese im Gegensatz zu Goldbarren keine eventuell nachverfolgbare Seriennummern haben. Das ist meiner Meinung nach jedoch nicht so wichtig, da wir die Seriennummer von verkauften Goldbarren nicht erfassen. Wer den Zeitpunkt verschleiern möchte, wann er Münzen gekauft hat, sollte ältere Jahrgänge kaufen, denn eine 2019er Münze können Sie nicht schon 1999 gekauft haben. Natürlich hoffe ich bei der nächsten Frage, dass Sie dies bei einem unserer über 100 bundesweit vertretenen Partner oder natürlich bei uns tun. Die Frage, wo kann und will ich Gold kaufen, klingt vielleicht zunächst banal, aber hier steckt doch deutlich mehr dahinter. Prüfen Sie den in Frage kommenden Edelmetallhändler. Ist er seriös? Was sich durch Bewertung, Mitgliedschaften in Branchenverbänden oder Referenzen oder auch Kundenstimmen belegen lässt? Hat er die Kompetenz, Sie fachlich zu beraten, ob, warum und welche Barren oder Münzen, Gold oder Silber besser zu Ihren Anlagezielen passt? Juweliere, die üblichen Goldankäufer und leider auch die meisten Banken haben oftmals wenig Fachkompetenz, weil ihr Fokus nicht auf die Kapitalanlage in Edelmetallen liegt. Das ist manchmal so, als würden Sie zum Augenarzt gehen, wenn Sie Kopfschmerzen haben. Sie sind nicht ganz falsch, aber in den meisten Fällen auch nicht ganz richtig. Achten Sie darauf, dass der Händler eine ordentlich große Auswahl an Barren und Münzen namhafter Hersteller führt und nicht nur Exoten. Sie werden sonst beim späteren Weiterverkauf mitunter eine böse Überraschung erleben. Wenn es Ihnen wichtig ist, eine bestimmte Münze in einer bestimmten Menge zu bekommen, macht es Sinn, im Vorfeld zu klären, ob diese vorrätig ist oder bestellt werden kann. Wenn Sie Preise vergleichen wollen, machen Sie bitte, bitte nicht den Anfängerfehler, heute Morgen bei Händler A und nachmittags bei Händler B die Preise zu erfragen und danach zu entscheiden, wer günstiger ist. Jeder seriöse Händler wird die Preise alle paar Sekunden aktualisieren, weil auch der Börsenpreis für Gold sich quasi sekündlich ändert. Es kann also sein, dass Händler B nur günstiger als Händler A war, weil der Börsenkurs von Gold im Laufe des Tages gefallen ist. Wenn Sie es richtig machen wollen, müssen Sie also beide Händler direkt nacheinander anrufen oder nicht den Verkaufspreis, sondern den prozentualen Aufschlag auf den Börsenkurs von Gold ermitteln und vergleichen. Ein Aspekt, der oft vernachlässigt wird, aber entscheidend werden kann, ist, wo ist der Händler gelegen?
Wie sicher können Sie dort Gold kaufen, weil Sie zum Beispiel direkt vor dem Laden parken können oder mit den erworbenen Edelmetallen keine weiten Laufwege zurücklegen müssen durch dunkle Ecken und Gassen? Bei uns in der Rheinstraße 103 in Mainz können Sie beispielsweise blick- und zugriffsgeschützt in einer an das Ladengeschäft angeschlossenen Garage in aller Ruhe Ihr Auto beladen. Die nächste Frage, wann Sie kaufen wollen und sollen. Stellen Sie sich vor, Ihre Jackentasche ist so prall mit Geldscheinen gefüllt, dass die Nähte spannen. Sie haben einen Urlaubstag genommen, um Ihren Goldkauf in die Tat umzusetzen? Und der Edelmetallhändler Ihres Vertrauens hat geschlossen oder zahlreiche Kunden haben den Berater bereits in Beschlag genommen? Daher empfehle ich Ihnen, die Öffnungszeiten zu prüfen und gegebenenfalls einen Termin zu vereinbaren. Der ein oder andere Schnäppchenleger will vielleicht auch günstige Kurse abfischen und macht den Kauf davon abhängig, dass der Preis auf ein bestimmtes Niveau fällt. Dazu kann ich Ihnen zum Beispiel unsere Solid-App empfehlen, mit der Sie auf Ihrem Smartphone stets aktuelle Kurse für Gold, Silber, Platin und Palladium abfragen können. Bei all dem Schnäppchenwahn möchte ich Sie an das von Erich Kästner stammende Sprichwort erinnern: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Statt wochenlang auf einen Kurszugang zu hoffen, der vielleicht gar nicht kommt, schreiten Sie lieber zur Tat. Denn es wird sehr viel wichtiger sein, dass Sie Gold und Silber gekauft haben, als dass Sie dies 1-2% teurer oder billiger gekauft haben. Viele Barkäufer machen sich auch Gedanken, was das Geld von der Bank abheben angeht. Grundsätzlich ist es uns egal, ob Sie mit 50ern oder 500ern bezahlen. Beides zählt und prüft unsere Zählmaschine sowieso in wenigen Sekunden. Entscheidend könnte lediglich für Sie sein, ob Sie 20 500-Euro-Scheine unauffälliger mit sich führen können als ganze 250-Euro-Scheine. Auf einem Schlag am Bankschalter 10.000 Euro oder mehr abzuheben, ist entgegen der Annahme einiger Kunden problemlos ohne Voranmeldung möglich. Falls doch, dann hinterfragen Sie mal lieber, ob Ihre Bank die richtige ist. Nur am Geldautomaten gibt es oftmals Auszahlungslimits von ca. 1.000 Euro am Tag. Wenn Sie mehrere tausend Euro auf einem Schlag abheben, bedenken Sie, dass dann Ihr Edelmetallkauf gar nicht mehr so unauffällig ist, wie Sie sich das vielleicht erhoffen. Die Abhebung ist anhand Ihrer Kontoumsätze für viele Jahre hinweg nachvollziehbar und es wird wem auch immer gegenüber schwer zu erklären, wo das Geld hingegangen ist. Dass Sie alles im videoüberwachten Casino verspielt oder bei leicht bekleideten Frauen verprasst haben, glaubt Ihnen eh keine Sau, garantiert. Wenn Ihnen dies wichtig ist, sollten Sie lieber über einen längeren Zeitraum immer wieder kleinere Geldbeträge abheben, die Sie auch für die üblichen Ausgaben gebraucht haben könnten. Apropos Anonymität. Es gibt sehr, sehr vorsichtige Leute, die sich aus Gründen der Rückverfolgbarkeit davor scheuen, uns ihren Namen zu nennen. Dann bitte rufen Sie auch nicht an und schicken Sie uns auch keine E-Mail. Ihr Anruf erscheint nämlich dauerhaft in den Verbindungsnachweisen der Telefongesellschaft, auch wenn Sie Ihre Rufnummerübermittlung ausblenden. Wenn Ihnen die Anonymität so wichtig ist, ist das ein sehr viel schwerwiegender Fehler, als dass Sie uns Ihren Namen nennen und wir uns von Mensch zu Mensch mit Namen ansprechen können. Wenn Sie es wünschen und erwähnen, werden wir Ihren Namen selbstverständlich nicht auf Notizen notieren. Machen wir sowieso eigentlich in der Regel nicht. So. Bevor Sie nun mit Ihren geldscheinbefüllten Taschen zum Edelmetallhändler Ihres Vertrauens machen, nur ein kurzes Stopp! Haben Sie sich auch für den Abtransport der gekauften Edelmetalle vorbereitet? Ein Freibadbesuch im Anschluss ist wahrscheinlich keine so gute Idee, aber es gibt noch ein, zwei Aspekte, die Sie vielleicht nicht bedacht haben. 10.000 Euro sind ungefähr so viele Goldbarren bzw. Goldmünzen. Diese können Sie problemlos in Ihrer Jackeninnentasche oder Hosentasche verstecken. Sie sollten jedoch kein Loch in der Hosentasche haben. Sie können also problemlos und unauffällig mit Bus und Bahn an- und abreisen. Bei Silber sieht es etwas anders und schwieriger aus. Eine solche Masterbox mit 500 Silberunzen kostet ca. 8.000 Euro und wiegt aber 16 Kilo und zieht Ihnen ganz sicher die Hose aus. Wenn Sie größere Mengen Silber kaufen wollen, empfiehlt es sich also, eine geeignete, stabile Tasche mitzubringen oder mit dem Auto vorbeizukommen. Das ist übrigens einer der Gründe, warum wir in Mainz eine Art Drive-In-Schalter haben. In der an unserer Rheingold-Boutique angeschlossenen Garage können Sie blick- und zugriffsgeschützt in aller Ruhe Ihr Auto beladen. Das bieten wir selbstverständlich auch an, wenn Sie nur geringe Gewichtsmengen zu verladen haben, aber dies diskret vollziehen wollen, ohne dass Sie jemand dabei beobachten kann. Wissen Sie auch bereits, wo Ihr gekauftes Gold oder Silber verwahrt werden soll?
Unter der eingeblendeten URL geben wir Ihnen dazu ganz wichtige Ratschläge, die ich Ihnen sehr ans Herz lege. Bedenken Sie bei einer Verwahrung zu Hause, dass in der Regel diese nur versichert ist, wenn die Ware in einem dafür geeigneten Tresor verwahrt und diese ausreichend versichert wurde. Mein Geheimtipp: Eine spezielle Versicherungsgesellschaft bietet Hausratversicherungstarife an, bei denen Edelmetallbestände auch außerhalb des Tresors aufbewahrt und bis zu einer hohen fünfstelligen Summe versichert sind. Schreiben Sie mir eine E-Mail und ich verrate Ihnen diesen Geheimtipp. Da Bankschließfächer meldepflichtig sind, hebt eine Verwahrung in dieser eventuell die von Ihnen gewünschte Anonymität auf und ist auch aus diesem Grund für mich nicht die erste Wahl. Jetzt sind wir aber perfekt vorbereitet und los geht's! Lassen Sie uns ein anonymes Tafelgeschäft abwickeln. Wenn Sie bereits wissen, was Sie kaufen wollen und sich vorbereitet haben, ist die eigentliche Abwicklung offen gesagt recht unspektakulär. Jeder seriöse Edelmetallhändler prüft Ihr Geld auf Echtheit. Vorrätige Barren und Münzen können Sie sofort mitnehmen. Selbstverständlich erhalten Sie auch eine Rechnung bzw. Kassenbon. Wollen Sie nicht vorrätige Artikel haben, ist dies in der Regel auch problemlos machbar, indem sie bestellt werden und innerhalb weniger Tage abholbereit zur Verfügung stehen. In solchen Fällen ist meist eine Anzahlung notwendig. Sofern Ihr Barkauf unter den besagten 10.000 Euro liegt und Sie keine Verdachtsmomente haben, dass Sie Geldwäsche betreiben oder andere rechtswidrige Handlungen im Zusammenhang mit dem Geld oder der gekauften Ware tätigen wollen, war es das. Fertig. Sie gehen nach Hause und beide sind glücklich. Sollte es mehr als 10.000 Euro sein, ändert sich lediglich, dass wir den besagten Dokumentationsbogen gemeinsam mit Ihnen ausfüllen und ablegen. Mehr nicht. Auch hier erfolgt eine Meldung nur in Verdachtsfällen. Vielleicht sehen wir uns in einigen Jahren wieder, wenn Sie Ihre Edelmetalle verkaufen, sprich zu Geld machen möchten. Da gehe ich nun auf die Frage ein, wie der Verkauf funktioniert. Wenn Sie handelsübliche Barren oder Münzen und keine Exoten gekauft haben, können Sie sich darüber freuen, dass Sie diese quasi weltweit an jedem Händler, Bank, Juwelier, Goldankäufer oder Edelmetallfan verkaufen können. Auch beim Verkauf spielt die vorherige Aufbewahrung der Barren und Münzen eine wichtige Rolle. Den bestmöglichen Einkaufspreis erhalten Sie immer dann, wenn Ihre Stücke in einem einwandfreien Zustand sind und keine Beschädigungen aufweisen. Wenn Sie jedoch nicht an eine Privatperson verkaufen möchten, habe ich eine schlechte Nachricht für Sie. Die Abgabenordnung schreibt vor, dass Unternehmen, in dem Fall wir, den Lieferanten erfassen müssen, das sind in diesem Fall Sie. Es ist also nicht möglich, an Edelmetallhändler anonym zu verkaufen. Aber auch hier gilt, dass eine Meldung nur getätigt wird, wenn ein Anfangsverdacht besteht, dass Ihre Transaktion nicht ganz sauber ist. Trotzdem halte ich es für empfehlenswerter, an einen fachkundigen und seriösen Edelmetallhändler anstatt zum Beispiel an Online-Marktplätzen zu verkaufen. Warum? Ganz einfach. Bedenken Sie, dass diese Verkaufsprovision von bis zu, Achtung, 20% erheben, was Ihren Verkaufserlös natürlich deutlich schmälert. Dazu kommt, dass Zahlungsabwicklungsdienstleister wie PayPal kein Käufer- und auch Verkäuferschutz auf Edelmetalltransaktionen bieten. Steht in den AGB, kann jeder nachlesen, weiß kaum nur jemand. Genauso wie dass die Paketversicherung von DHL und Co. Valoren der Klasse 2, zu denen Barren und Münzen gehören, vom Versicherungsschutz ausschließen. Und aus Erfahrung kann ich Ihnen nur dazu raten, Achtung, verschicken Sie niemals Edelmetalle per Paketdienst, wenn Sie diese nicht gesondert mit einer Valorenversicherung versichert haben. Es kommt zwar nicht häufig vor, aber es kommt vor, dass diese Sendungen geklaut werden. Übrigens, Gewinne, die Sie beim Verkauf von Edelmetall erzielen, sind komplett steuerfrei, wenn zwischen An- und Verkauf mindestens ein Jahr liegt. Damit sind Edelmetalle steuerlich deutlich im Vorteil gegenüber Aktien, Sparbüchern und Fonds, wie Sie unter der angegebenen URL nachlesen können. Auch wenn Sie die Spekulationsfrist von einem Jahr einhalten, erfolgt keine Meldung von uns als Händler an das Finanzamt. Es obliegt Ihnen, in Ihrer persönlichen Steuererklärung Spekulationsgewinne anzugeben und ordnungsgemäß zu versteuern. Da es für das Finanzamt kaum möglich ist, diese zu kontrollieren, wurde, als die Spekulationsfrist noch für Wertpapiere galt, von der sogenannten dummen Steuer gesprochen. Dennoch rate ich Ihnen natürlich dazu, steuerehrlich zu sein und insbesondere Edelmetallbestände länger als ein Jahr zu halten und somit Gewinne komplett steuerfrei zu vereinnahmen. Ein mächtiger Vorteil. Fassen wir zum Abschluss die Vor- und Nachteile von anonymen Edelmetallkäufen zusammen. Im Rahmen der 10.000-Euro-Grenze sind Barkäufe für ehrliche Menschen vollständig anonym möglich.
Je weniger Mitwisser es gibt, umso sicherer sind Gold- und Silberbestände bei Ihnen zu Hause aufbewahrt. Gegenüber einer Online-Bestellung, bei der Sie in der Regel per Vorauskasse bezahlen, haben Sie kein Ausfallrisiko, weil ein Zug-um-Zug-Geschäft möglich ist und/oder zumindest eine Anzahlung geleistet werden muss. Sie können die Barren und Münzen Ihrer Wahl beim Kauf begutachten, was bei dem Glanz durchaus ein schönes Einkaufserlebnis sein kann. Insbesondere dann, wenn Ihr Edelmetallspezialist durch eine fachkundige Beratung ebenfalls glänzt. Die Kehrseite hingegen ist, dass bei Ihrer Online-Bestellung die Ware an der Haustür übergeben wird und Sie kein Risiko eingehen, auf dem Hin- oder Rückweg vom Edelmetallhändler überfallen zu werden, auch wenn das Risiko gering ist. Sie müssen zudem die Barren und Münzen selbst zu einem sicheren Aufbewahrungsort bringen und deren Lagerung arrangieren. Gerade bei größeren Gewichtsmengen kann dies besonders relevant sein. Wie bei fast allen Dingen, die Sie online kaufen können, werden Sie im Netz wahrscheinlich einen Anbieter finden, der denselben Artikel günstiger anbietet, als Sie ihn vor Ort in einem Ladengeschäft kaufen können. Das ist auch logisch und es ist nun mal einfacher und kosteneffizienter möglich, eine Online-Bestellung schnell zu verpacken und zu verschicken. Ich erkläre es immer so, ganz salopp. Ein Paket einer Online-Bestellung ist in weniger als 5 Minuten verpackt und hält dabei die Klappe. Eine Beratung kostet einfach Zeit und dafür nehmen wir uns gerne Zeit. Überhaupt noch die Möglichkeit vorzufinden, Edelmetalle anonym zu kaufen, das Vorhalten von sofort kaufbarer Ware, die Ladenmiete, die Lagermiete, das Abholenlassen der Tageseinnahmen durch Werttransportunternehmen und weitere Dienstleistungen erfordern eben höhere Ausgaben und diese müssen entsprechend bezahlt werden. Ganz einfach, wer Dienstleistungen beansprucht, muss diese auch angemessen vergüten. Es wird Sie sehr viel teurer zu stehen kommen. Wenn Sie aus Unwissenheit zum Beispiel bei Seniorenbetrügern teure vermeintliche Sammlermünzen kaufen, die angeblich begehrt sind, aber nie mehr wert sind als ihr Schmelzwert, oder Sie bei Silberbarren Mehrwertsteuer bezahlen und damit mindestens 12% zu viel ausgeben. Die Liste ist lang, glauben Sie mir. Insbesondere bedenken Sie eins, zum Jahrtausendwechsel kostete eine Unze Gold keine 290 Euro. Heute sind es rund 1.100 Euro. Es war also sehr viel wichtiger, im alten Jahrtausend überhaupt Gold gekauft zu haben, als ob Sie 285, 290 oder gar 300 Euro für eine Unze bezahlt haben. Ich persönlich bin jetzt 39. In 20 oder vermutlich etwas mehr Jahren werde ich in Ruhestand gehen. Und mir wird es genauso gleichgültig gewesen sein, ob ich aufgrund von Kursschwankungen oder Preisänderungen oder Preisdifferenzen 2-3 Euro mehr oder weniger für die Unze bezahlt habe. Ich blicke in eine goldene Zukunft. Und genau darauf kommt es an. Fehlende Schnelligkeit kann allerdings auch für Sparfüchse ein Nachteil sein. Wenn Sie die Preise zu Hause am Bildschirm beobachten, können Sie sofort reagieren, klick, und den Preis durch eine Online-Bestellung fixieren. Wenn Sie erst noch zum Händler fahren müssen, kann sich der Preis in der Zwischenzeit nochmal zu Ihren Ungunsten oder natürlich auch zu Ihren Gunsten ändern. Vielleicht ist auch die Anreise zum Edelmetallhändler Ihres Vertrauens mit einer größeren Strecke verbunden. Ein Investment, das sich aus den vorgenannten Gründen durchaus lohnen kann. Deshalb möchte ich zum Abschluss noch kurz für einen Besuch bei uns in Mainz oder bei einem unserer über 100 bundesweit ansässigen Premium-Partnern werben. Wo der nächstgelegene Premium-Partner ist, erfahren Sie auf unserer Webseite www.goldsilbershop.de. Ganz besonders freuen wir uns auf Ihren Besuch in unserer Rheingold-Boutique in der Rheinstraße 103 in Mainz. Das kleine Wortspiel mit dem Rhein mit und ohne H ist deshalb entstanden, weil Sie bei uns ausschließlich hochwertige Barren und Münzen in reinster Qualität erhalten und weil Sie uns direkt am Rheinufer an der Theodor-Heuss-Brücke finden. Hier am und im Rhein haben bereits Kelten und Römer nach Gold vor vielen tausend Jahren gesucht. Unsere Maxime ist, bei uns sind Sie goldrichtig und diese wird von uns täglich gelebt. Sie erwartet neben einer fachkundigen Beratung ein umfangreiches Sortiment an Barren und Münzen aller namhafter Hersteller. Artikel, die wir nicht vorrätig haben, können wir kurzfristig von unserem Zentrallager besorgen. Unser Ziel ist es, dass Ihre Augen vor Kauffreude mindestens genauso glänzen wie Gold. Gerne prüfen wir für Sie auch bereits erworbene Barren und Münzen auf Echtheit und Wert. Parkplätze finden Sie selbstverständlich direkt vor unserem Schaufenster. An dieser Stelle möchte ich auch nochmals auf die Möglichkeit hinweisen, dass wir eine Art Drive-In-Schalter haben. In einer an unseren Ladengeschäft angeschlossenen Garage können Sie blick- und zugriffsgeschützt sicher gekaufte Barren und Münzen in Ihr Auto verladen, ohne dass Sie dabei beobachtet werden. Dank guter Autobahnanbindung und einem Bahnhof in der Nähe ist es auch sehr einfach möglich, von außerhalb zu uns zu kommen. Unter der eingeblendeten URL finden Sie weitere Informationen über unser Ladengeschäft in Mainz
und eine Informationsbroschüre, selbstverständlich auch mit einer Anfahrtsbeschreibung. Vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Video. In unserem YouTube-Kanal finden Sie weitere nützliche Videos, mit denen Sie zum Beispiel die 7 häufigen Fehler beim Kauf von Gold und Silber vermeiden, wie Sie mehr Silber für Ihr Geld bekommen, und Sie finden dort regelmäßige Marktanalysen. Schauen Sie also vorbei und vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Vielleicht kann ich schon in Kürze Ihnen die Hand persönlich in meinen schütteln und freue mich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis demnächst, Ihr Tim Schieferstein.